Hallo Leute, heute kommt endlich das lang ersehnte Video über die neuen Trended Up Produkte. Die Theke wird sich so krass verändern, also wenn ihr euch für Schminke interessiert, dann ist dieses Video hier ein Must-See. Und ich würde sagen, nicht lang quatschen, sondern wir fangen am besten mal direkt an. Die neue Theke wird es ab dem 1. September 2016 in jeder DM-Filiale geben. Die Theke von Trended Up war ja immer einen halben Meter lang. Jetzt wird die sich auf 1 Meter verlängern, das heißt, es gibt doppelt so viele Produkte. Und sie haben sich ja sehr am Anfang auf Nagellacke und Lippenprodukte spezialisiert. Die haben trotzdem die Nagellack-Range nochmal erweitert. Es wird von den Standardlacken neue Farben geben. Es wird aber auch... Es wird aber auch eine neue Serie geben, und zwar sind das diese UV-Lacke, für die ihr allerdings keine UV-Lampe braucht. Ich zeige euch von allen Produkten, die ich hier gerade auf meinem Bett liegen habe und die so neu reinkommen, übrigens immer nur so ein, zwei Farben, weil erstens habe ich nicht alle und zweitens würde das auch die Kapazität dieses Videos hier sprengen. Deswegen habe ich jetzt diese zwei hier. Die sind oben so abgerundet. Ich finde die Verpackung sehr schön und die sollen sehr gut halten. Und was ich dazu sehr cool finde, es gibt natürlich einen ganz normalen Topcoat und es gibt aber dafür auch einen matten Topcoat. Was ich sehr cool finde, das heißt, man kann alle Farben, die man dann hat, auch matt tragen. Außerdem hat sich Trended Up gedacht, wir haben jetzt so viele Nagellacke, jetzt brauchen wir auch noch ein paar mehr Pflegeprodukte. Ich habe mir jetzt hier einfach mal 4 Stück rausgegriffen. Das ist einmal eine Enriching Cuticle Peeling Pen. Das heißt, ihr könnt damit eure Nagelhaut quasi peelen. Es sind sehr viele Nagelhautprodukte dabei, sage ich schon mal. Dann ein Enriching Cuticle Care Pen. Das heißt, es ist zur Nagelhautpflege. Dann haben wir hier ein Nail and Cuticle Serum. Das ist einfach ein Serum für eure Nägel und für die Nagelhaut. Bitte übrigens nicht auf meine Nägel gucken. Ich weiß, ich muss sie wieder neu lackieren. Und das hier ist zum Beispiel ein Nagelhaut-Softener. Also, um die so ein bisschen weicher zu machen. Aber es gibt noch mehr Produkte, da müsst ihr einfach mal reinschauen, wenn euch das Thema Nagelpflege interessiert. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Mascaras. Die hatten ja vorher eine Serie quasi von Mascaras und es werden 2 neue Serien dazukommen. Das ist zum einen die Number One Mascara Serie. In dieser Serie gibt es natürlich einen schwarzen eine schwarze Mascara, aber es gibt auch farbige Mascara. Die hier ist zum Beispiel violett bzw. lila. Es gibt aber auch blau und noch andere Farben. Das ist so ein Thema, so in der Trendforschung wird das auf jeden Fall ein großes Thema bald sein, dass das Auge quasi Ton in Ton ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft und ob das wirklich so kommen wird. Auf jeden Fall findet ihr bei Trended Up jetzt im Standardsortiment bunte Mascaras. Dann gibt es noch eine zweite neue Serie. Und zwar habe ich von dieser Serie diese 2 Mascaras. Die sind so bunt gehalten hier und die haben quasi alle eine andere Eigenschaft. Die hier ist zum Beispiel die Pop Lashes Kohl Mascara High Impact Effect Mascara. Und das hier ist die Hyperlash oder Hyperlash Kohl Mascara mit Push-Up Effekt. Das heißt, manche machen die Wimpern oder sollen die Wimpern länger machen, manche sollen die ein bisschen dichter machen. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Kommen wir zum nächsten interessanten Teil, und zwar sind das Lippenprodukte. Trended Up hat ja vorher schon sehr viele Lippenprodukte gehabt und auch sehr gute Lippenprodukte. Also ich war da eigentlich immer sehr zufrieden, aber es gibt jetzt noch neue Sachen. Was ich übrigens sehr, sehr, sehr cool finde, ist, dass jetzt direkt unter den Lippenstiften der passende Lip Liner ist. Das heißt, man kann jetzt auch mal den Mann in den DM schicken und sagen, hey, bring mir den und den Lippenstift mit und einen passenden Lip Liner. Und ihr müsst nicht wieder die Verkäufer fragen, weil der steht einfach unten drunter. Besser geht's gar nicht, oder? An diesen Lipglossen, die so glossy sind und die matt sind, an diesen Lipcreams haben die nichts verändert. Allerdings sind noch ganz neue Sachen dazugekommen. Und zwar zum einen Color and Butter Lipstick Pen. Diesen hier habe ich gerade auch drauf. Für die Leute, die es interessiert, das ist die Farbe 030. Und das ist quasi wie so ein Chubby Stick, den man so rausdrehen kann. Der hat keine extrem hohe Deckkraft, aber es hinterlässt einfach so ein schönes Finish. Ihr seht es ja. So, dann gibt es Ultra Wear Nude Pens.
Davon gibt es 3 matte und 3 shiny Lippenstifte. Und zwar sind die alle in Nude-Farben. Ich habe jetzt diese 2 hier, die sind beide shiny. Von den Nude-Farben habe ich leider keinen. Da werde ich mir aber definitiv auf jeden Fall einen kaufen. Das ist halt, um mal das richtig perfekte Nude für einen zu finden. Ich finde das total schwierig. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal vor Ort gucken. Dann gibt es einen Lip Primer. Da bin ich schon ganz gespannt. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, werde ihn aber demnächst mal testen. Und es gibt Everlast Lipsticks. Da habe ich jetzt einmal diesen rosanen hier. Und die sollen sehr, sehr gut halten. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Er soll trotzdem die Lippen nicht austrocknen und er hat eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Ja, wenn ihr Bock habt und ich genug Zeit habe, kann ich euch die auch mal swatchen und auf meinem Blog online stellen. Der ist zwar gerade etwas inaktiv, aber auf Bildern sieht man das meistens, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Aber ich blende euch hier ja auch regelmäßig Bilder jetzt zu den Produkten ein. Ja, es gibt auf jeden Fall noch einen neuen Lipgloss und zwar ist das der Oil Infusion Lipgloss. Der hat nur eine ganz zarte Deckkraft, pflegt aber schön, hat einen schönen glossy Effekt. Den finde ich super schön für den Alltag. Was ich euch leider jetzt nicht hier direkt zeigen kann, sind die Glossy Fusion Lipglosse. Und zwar haben die auf dem Markt, also quasi von allen Schminkmarken, die es gerade so gibt, den größten Glossanteil. Das heißt, die schimmern oder sind so extrem shiny. Haben aber trotzdem eine extrem gute Deckkraft und die werde ich mir im Laden auch nochmal sehr, sehr, sehr genau angucken. Dann gehen wir mal weiter zu den Gesichtssachen. Ich habe gerade übrigens auch mein komplettes Gesicht mit Trended Up Sachen geschminkt, bis auf den Concealer, weil der mir ein bisschen, einen kleinen Ticken zu dunkel ist, den habe ich mir nochmal aufgehellt. Aber es gibt sehr, 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 sehr coole neue Sachen. Und zwar ist das einmal ein Illuminating Primer. Es ist quasi so zum Strobing. Ich würde es jetzt mal mit der MAC Strobing Cream so ein bisschen vergleichen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich die von MAC nicht besitze, sondern nur mal ausprobiert habe. Aber es geht auf jeden Fall nach dem gleichen Prinzip. Und da gibt es noch eine normale Make-up-Base. Und es wird 3 unterschiedliche Make-up-Serien geben. Ich habe jetzt hier ein Make-up aus der Sheer Nude-Reihe. Das ist das, was ich gerade auch drauf habe. Das ist die Farbe 010. Und ja, sie ist hell genug für mich. Es wird aber auch noch eine matte Make-up-Reihe geben und eine Camouflage-Make-up-Reihe mit extrem hoher Deckkraft. Also, wenn ihr vielleicht extrem unter Unreinheiten oder sowas leidet oder Akne habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal die Camouflage-Reihe angucken. Und es wird natürlich auch Puder geben. Zum einen so gepresste Puder mit Schwämmchen. Aber es wird auch 2 lose Puder geben. Und zwar einmal in Weiß und einmal so in Rosé. Was auch wieder zum Highlighten und Stroben ganz cool ist. Oder eben zum Setten vom Concealer. Und was ich auch sehr cool finde, ist diese hier. Das ist eine Contouring-Palette. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich die auch schon benutzt. Vor allem diesen Ton hier. Der ist richtig schön aschig und super zum Konturieren. Also die solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und es gibt natürlich auch wieder Concealer. Ich habe jetzt hier einen zur Sheer Nude-Reihe. Der würde eigentlich zu meinem Make-up passen, aber er ist mir trotzdem minimal zu dunkel. Und es gibt natürlich auch so ganz normale Abdeckstifte. Das hier wäre jetzt quasi der Abdeckstift aus dieser matten Make-up-Reihe. Ja. Der passt übrigens bei mir auch von der Farbe, ist die 010. Außerdem gibt es jetzt auch Augenbrauenprodukte, allerdings nicht so arg viele. Es gibt zum einen so ein Augenbrauen-Gel, das ist auch mit Farbe. Dann gibt es Augenbrauenpuder, die gibt es in 3 unterschiedlichen Farben. Und ich finde es sehr cool, dass da auch schon so ein kleiner Pinsel mit drin ist, wie so ein angeschrägter Eyeliner-Pinsel. Deswegen lässt sich das super damit auftragen. Und es gibt diesen hier, den habe ich auch gerade drauf und ich mache mir den aktuell jeden Tag drauf, weil es geht so schnell und die Augenbrauen sehen so schön aus. Und zwar ist das bei mir hier die Farbe 020. Der ist hier vorne zum Rausdrehen und ist so eine Augenbraue und ist so angeschrägt. Und ich habe das Gefühl, wenn man den drauf macht, der deckt schon sehr schön, ja. Dann kann man aber hiermit mit dem Bürstchen nochmal drüber gehen und das verblendet das Ganze so ein bisschen. Und wenn man den dann so 1-2 Minuten quasi so lässt, dann kriegt man den
schwer wieder weggewischt. Also zum Abschminken kein Thema. Aber ich meine, wenn man jetzt so über die Augenbraue geht oder so, da passiert einfach nichts. Also der hält auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, das wird so mein neuer Liebling für schnelle, schöne Augenbrauen. In der neuen Theke wird es außerdem auch Lidschatten geben. Und zwar zum Beispiel diese zwei Paletten. Es gibt aber auch noch andere Farben. Da ist auch ein Applikator mit dabei. Und ich finde, es sind so schöne Farben. Also gerade diese hier mit den Rosé-Tönen hat es mir so angetan. Das ist die Palette 020. Und diese hier ist auch sehr schön. Die ist so mit Nude-Farben und so. Oh, die heißt auch 20. Ah, hier. The Nude Selection und The Color Selection. Da muss man nochmal unterscheiden. Okay. Von beiden die Palette 020. Okay, das könnte zu Verwirrungen führen, wenn man mal einen Make-up-Look schminkt. Aber die solltet ihr auf jeden Fall angucken. Die sind sehr, sehr, sehr schön. Aber es gibt auch normale Mono-Lidschatten. Und es gibt diese hier. Die sind extrem hochpigmentiert und alles so schimmerig. Aber nicht mit so groben Glitzerpartikeln. Also wirklich nur Schimmer, die changieren sehr schön in der Lidfalte. Und die haben wirklich eine sehr, sehr, sehr krasse Pigmentierung. Also wenn ihr wirklich eine krasse Farbe haben wollt, es gibt zwar nur 6 zur Auswahl, aber die sind wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Also die könnt ihr euch ruhig mal in der Drogerie swatchen. Probiert die mal aus, wirklich. Dann gibt es noch solche Elastic Eyeshadows. Und zwar sind die einfach sehr, sehr weich von der Konsistenz her. Und die lassen sich, glaube ich, richtig schön verblenden. Muss ich mal noch ausprobieren. Aber die fühlen sich schon mal richtig schön auf der Haut an. Also wie so ein bisschen cremig. Also die sind, es sind Puder-Lidschatten, aber es fühlt sich trotzdem im Finish so ein bisschen cremig an. Wie gesagt, elastisch eben. Und es gibt natürlich auch, was nicht fehlen darf, eine Lidschattenbase. Das Highlight von den Lidschatten habe ich euch nicht gezeigt. Moment. Das hier ist ein Stift und das ist quasi auch eine Base. Allerdings macht man diesen Stift sich komplett um die Augen rum, um diese ganzen kleinen Fältchen zu kaschieren. Es ist, also der nennt sich Expert Eye Primer Pencil und es ist quasi ein Weichzeichner für um die Augen rum. Ich glaube, es gibt es bis jetzt nur bei Trend It Up. Wenn ich mich täusche, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, ich habe das noch bei keiner anderen Marke bis jetzt gesehen. Dann geht es weiter mit anderen Augenprodukten. Und zwar wird es Ultra Smoky zu Jumbo Pencils. Oh. Es wird Jumbo Pencils geben, die man auch so rausdrehen kann. Natürlich auch wieder in vielen verschiedenen Farben. Dann den hier finde ich sehr cool. Das ist ein Bright Eyes Duo. Damit kann man so die Augen so ein bisschen vergrößern. Es ist kein Weiß, was dann so direkt, wo man direkt drauf gucken muss, sondern es ist einfach so ein Nude und ein Rosé, um die Augen auf der Wasserlinie, um die Augen ein bisschen zu vergrößern, ohne dass es krass auffällt. Den habe ich auch gerade drauf, und zwar diese Roséfarbe. Und dann gibt es diesen hier. Das ist ein Metallic Kajal und ich fand die Farbe besonders geil, weil das ist einfach mal Silber. Das ist einfach mal Silber. Aber es gibt auch noch sehr, sehr coole andere Metallic Farben. Also wenn ihr so auf Metallic und sowas Extravagantes steht, solltet ihr da auch mal schauen. Und dann gibt es noch diese kleinen Schätze hier. Das ist ein mini, mini dünner Stift. Und das sind die dünnsten Minen, die es gerade aktuell auf dem Markt gibt bei Kajals. Die nennen sich hier Ultra Slim Kajal. Und die sind wirklich, also diese Minen, die sind 2 mm oder so. Das ist so krass. Damit kann man so präzise malen. Ich nenne es ja immer anmalen, ne? Das ist schon nice. Dann machen wir weiter mit den Eyelinern. Es gibt Liquid Eyeliner, die nennen sich Intense Color Eyeliner. Die sind auch wasserfest und die gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Das hier ist jetzt gerade ein dunkelblauer, den ich hier habe. Und es gibt natürlich auch noch andere Eyeliner, aber ich zeige euch jetzt hier nur die Specials. das ist einmal ein XS Eyeliner. Der ist sehr, sehr, sehr schmal vorne. Das sind diese Filzstift Eyeliner sozusagen. Und es gibt allerdings auch einen XL Eyeliner, der ist für einen etwas breiteren Lidstrich. Und ganz vergessen, es wird auch noch Blushes geben. Also ihr findet wirklich in dieser neuen Theke alles.
alles. Also wie gesagt, mein ganzes Gesicht ist damit geschminkt. Ich bin schon gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Und schreibt mir mal in die Kommentare, welches Produkt ihr jetzt am interessantesten findet und was ihr euch am ehesten mal anschauen würdet oder was ihr euch am ehesten kaufen würdet. Und bevor ihr jetzt loslegt, es wird auch noch eine Verlosung geben. Die packe ich euch allerdings nicht in dieses Video mit rein, weil ich glaube, das wird sonst einfach zu lang. Sondern die mache ich mal in ein anderes Video rein. Also bleibt schön aktiv auf meinem Kanal. Und es wird noch eine sehr, sehr große Trended-Up-Verlosung geben. Oh, das ist so cool, ey. 1 Meter Trended-Up. Oh. Ich bin da wieder so ein kleines Kind. Ich bin auch so ein richtiges Marketing-Opfer. Aber was will man machen, ey? Mädels und Schminke? Hallo! Wenn ihr mal gerne sehen möchtet, wie ich mich mit diesen Produkten schminke, vielleicht jetzt nicht unbedingt den Look, weil der ist ja schon ein bisschen langweilig und dezent. Natürlich schön für den Alltag, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt für ein Make-up-Tutorial. Aber wenn ihr sehen wollt, wie ich mich mal mit den ganzen neuen Trended-Up-Produkten schminke, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal hier unten in einem Kommentar. Wenn ihr übrigens noch so ein paar Ausschnitte und Impressionen von dem Blogger-Event an sich sehen wollt, dann lasst mich das auch wissen. Vielleicht schaffe ich es die Woche noch irgendwie da mal was zusammenzuschneiden und dann würde ich euch da so eine Art Vlog machen, weil das war schon, es war schon ein High-End-Wochenende, ne? Das war schon echt Luxus für mich. Deswegen würde ich euch da eigentlich sehr gerne teilhaben lassen, was da so ging. Und ja, sagt mir mal, ob es euch interessieren würde überhaupt und dann schauen wir mal. Und gebt mir ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal in meinem nächsten Video. Tschüss!